Hallo und willkommen bei Fishing Planet. So, ich wollte mich einfach mal kurz wieder zurückmelden. Es gibt jetzt eigentlich nichts, was ich groß erklären könnte. Ich bin jetzt am See des Weißen Elchs in Alberta und würde einfach mal gern mit euch ein Ründchen angeln hier. Ja, ich habe ja auch schon einiges probiert. Wir haben da vorne unseren Spawnpunkt, beziehungsweise da können wir auch anscheinend angeln auf Seelachs oder ja, glaube irgendwelche Lachsarten gab es hier. Okay, so. Aber ich habe mich jetzt mal hier hinten ein bisschen hingesetzt und werde hier ein bisschen auf amerikanischen Hecht angeln. Das läuft eigentlich sehr gut. Man kann damit auch sehr gut Geld verdienen. Können wir uns mal eben noch das Inventar anschauen. Habe ich jetzt hier ein bisschen besseres Equipment gewählt. Wir haben jetzt eine Rute bis 10 Kilo. Genau, ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. 4,5 Meter lang bis 10 Kilo. Die Rolle bis 9 Kilo. Und dann habe ich eine Sehne drauf. Die geht bis 9, und glaub 6 oder 3. Wo ist sie denn hin? Kann doch nicht die sein hier. Ach hier. Eine geflochtene? Nee, auch nicht. Jetzt wird's verrückt. Weight 023. Nee, okay, jetzt muss ich wohl zu Hause gelassen haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte die ein Schnurgewicht von 9, und Kilo. Okay. Können wir nichts ändern. Ist jetzt gerade nicht zu sehen. Ich weiß es nicht, wo es geblieben ist. So, geangelt wird mit Shiner auf 2,40 Meter Tiefe. Und bin dann bis hierhin gelaufen, kurz vorm Ende des Steges. Da liegt hier so ein sehr schöner Baum im Wasser. Das ist natürlich das optimale Revier für Hechte. Und das läuft auch hier mehr oder weniger gut. Habe schon einige Trophäenhechte gefangen. Chat werde ich mal eben ausblenden. Der ist jetzt ein bisschen irritierend. Ja, dann gucken wir doch einfach mal, was hier beißt. Ja, und weiter vorn gibt es ja noch diesen, ach, wie hieß denn der noch? Ich komme jetzt nicht drauf, diesen Lachs halt. Seelachs? Nee. Lachs, Forelle? Nee, auch nicht. Es war jedenfalls ein Lachs. Ja, da habe ich jetzt noch keine richtige Methode gefunden, wie ich die jetzt angel, ne? Ich hatte es jetzt mal mit dem Wobbler versucht auf 9 Meter Tiefe, da ist mir schon, ich glaube, einer oder zwei herangegangen, aber da hat man dann sehr viel, ich sag mal, Beifang in Form von Quappen. Ne, Quappe gab es hier hinten. Bachforelle hatte ich auch hier hinten. Ach, Saibling, Bachsaibling, genau. Ja, ist noch alles ein bisschen neu für mich hier. Wie gesagt, ist jetzt kein hilfestellendes Tutorial, was hier ist. Das ist einfach nur mal ein Ründchen angeln. Bisschen Smalltalk betreiben. Wenn ihr irgendwelche Tipps oder Hilfe braucht, einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich versuche es dann irgendwie umzusetzen. So, ja, 2,7 Kilo, das ist jetzt so normaler. Sehen wir auch zwei rote Pfeile, das heißt, meine Angelausrüstung ist zu überdimensional für die Größe bzw. des Gewichts des Fisch. Aber sobald wir hier einen Trophäenfisch dran haben, dann gibt es dann wieder grüne Pfeile und ordentlich Erfahrung.
So, Mensch, läuft ja wirklich gut. Und ja, gleich nochmal dazu. Ich hatte ja jetzt hier geflochtene Sehne drauf. Ich hatte vorher diese Monofile. Das funktioniert aber, ja, funktioniert genauso gut. Aber die monofile Schnur, die hat ja eine Schnurdehnung. Und ich habe das jetzt einige Male gehabt. Wenn ich anschlage, ist mir der Fisch entkommen. Da war ich jetzt der Meinung, dass die, ja, der Anschlag da. Der kam einfach nicht bis zur Pose durch. Man schlägt einfach in diese Dehnung hinein und der Anschlag, der kommt nicht durch, der Fisch entkommt wieder. Deshalb habe ich jetzt mal diese, sag schon, geflochtene drauf gemacht. Die ist natürlich wie wirklich so ein harter Bindfaden. Wenn ich hier vorne anschlage, kommt das natürlich auch hinten an. Oh, ein neuer persönlicher Rekord. Wenn das mal nichts von Video ist. So, ein amerikanisches Hecht in Trophäengröße. Wir sehen es, bringt uns satte 1074 Geld. Und das ohne Premium. Und 241 Erfahrungspunkte. Ach ja, das wollte ich euch noch, auch noch erzählen. Ich war ja in der letzten Zeit war ich ja häufiger in den Everglades in Florida angeln. Da hatte ich mir doch so mal aus Spaß gedacht, stellst du dich mal vorne. Was muss denn da jetzt mit seiner Angel mir hier vorm Gesicht rumfummeln? Da stellst du dich mal vorne hin und angelst mal hier auf Trommler und naja. Sagen wir mal einfach die größeren Fische. So, gemacht, getan. Ich einen schönen Blinker dran. Ich glaube, das war so ein. Boah, der war nicht mal allzu groß, 21 Gramm. Und ich werfe aus. Unten ist beißend ein Fisch. Ich habe ihn nicht rausbekommen. Ich habe wirklich 2 reale Stunden den Drill laufen lassen. Der Fisch, der kam auf 8 Meter ran, ist bis auf 80 Meter weg. Das war ein Hin und Her. Zum Schluss war die Sehne, die Rute, die Rolle, es war alles im gelb-roten Bereich. Ich habe ihn dann einfach ziehen lassen nach 2 Stunden. Das war wirklich sehr ärgerlich. Ich habe gedacht, der Fisch wird mal irgendwann müde, aber dem war nicht so. Auf jeden Fall war es ein Trommler. Ich hatte ihn schon gesehen. Er hat immer mal die Rückenflossen rausgesteckt. Dann ist er mal gesprungen. Also man konnte es deutlich erkennen an den 2 Rückenflossen. Aber aussichtslos. Hatte ich jetzt die Rute hier? Nee. Ich hatte mal ein anderes Spinnrute und das Schnurgewicht von der Schnur, das betrug 6, was 6,9 Kilo, 6,4. Also die Schnur hat geglüht, kann man sagen. Es war aussichtslos. Hat mich natürlich sehr, sehr geärgert. Aber naja, einfach Haken dran und weiter geht's. So mit Poseangeln ist ein bisschen langweilig. Sitzt man da, kann nichts machen, stiert nur auf den Schwimmer. Könnten aber eigentlich auch mal jetzt einen Blinker dranhängen, mal ein bisschen was probieren. Dass noch ein bisschen Action hier in das Video kommt.
Nichts, entweder die Ruhe vor dem Sturm. Da springt irgendwas, aber es kann auch sein, dass hier mein Kollege von mir da hinten angelt. Kann ich jetzt schlecht erkennen. Oder vielleicht müssen wir einfach nur flach angeln. Ja, und als ich da vorne aufgeangelt habe, ey, da hatte ich, ich glaube, 40 Meter Sehne draußen. Und die Sehne ging direkt vorm Steg ins Wasser, also das muss hier sicher 20, 30 Meter tief sein. Würde ich jetzt so schätzen. Nee, komm. Ich kurbel mal ein. Ach, war noch ein Fisch in der Nähe. Wir machen mal einen Blinker drauf. Oder einen Wobbler? Nee, wir machen mal einen Blinker. Habe ich noch gar nicht versucht hier hinten. Jetzt haben wir so ein Hecht, die stehen ja wirklich auf Blinker. Da gucken wir da einfach mal, was wir haben. So, hier genau. Die Rute hatte ich, wo ich jetzt den dicken Fisch in Florida dran hatte. Hört die das? Genau, bis 8 Kilo und da hatte ich eine Sehne drauf. Da war die das nicht. Ne, die war es auf keinen Fall. Die auch nicht. Ne, es muss schon die gewesen sein. War aber, glaube ich, die Sehne zu schwach. So, die nehmen wir jetzt auch wieder. Da setzen wir jetzt mal. Müssen wir mal gucken. Was haben wir denn alles mit hier? Diesen hatte ich, den Casting Spoon. Da hatte ich jetzt den großen dran gekriegt. Den können wir natürlich auch gleich mal hier versuchen. So, nicht vergessen. Route zu wechseln ist mir schon so oft passiert. Man legt sich einen neuen Plan zurecht. Und dann wirft man aus und hat die falsche Angel ausgeworfen. Jo. Die Weite passt. Jetzt gucken wir einfach mal, wie lange das dauert. Der Blinker nach unten. Ah, der ist schon auf dem Boden angekommen. Das ist also gar nicht so sehr tief hier. Ja, weiß nicht, ob das jetzt ein Blinker, ob das überhaupt ideal ist, den hier irgendwie zu twitchen oder auf und ab. Normal macht man einen Blinker, den leiert man ganz langsam ran, tut ab und zu mal so einen Touch geben, dass er mal nicht ganz so linear lang hinläuft. Aber ansonsten tut man den wirklich bloß einleiern. Müssen wir doch gleich mal testen. Weiß auch nicht, warum ich das jetzt. Die Macht der Gewohnheit, weil ich sehr oft mit Fischchen angle. Also Gummifischchen. Machen wir mal, ja, Stufe 2. Wir machen mal Stufe 1. Mal sehen, ob er auf den Grund sinkt. Ja, eigentlich macht er einen guten Eindruck. Denn der Blinker hat ja diese Metallschaufel, die eigentlich diese Vibration verursacht und so diese Wellen im Unterwasser erzeugt, was die Fische dann wahrnehmen. Der muss ja nun nicht unbedingt hoch und runter springen. Schmeißen wir mal ein bisschen hier rüber weiter. Man weiß es nicht. Okay, was macht er hier? Er angelt.
Sie hat ja wohl eine 6 Meter lange Rute, also die Sehne kommt ja wirklich von oben her ins Wasser rein. Was macht er denn hier? Hat er einen Fisch dran? Ich sehe es gar nicht. Nee, ich sag mal, der Blinker gefällt mir überhaupt nicht. Hier bauen wir was anderes dran. Also da verliere ich immer ganz schnell die Lust, wenn ihr nach zwei, dreimal nichts beißt. Was hätten wir denn noch mit? Moment, wir können ja mal gucken, auf was der Hecht geht. Wo ist er denn? Hier ist er doch schon. Karpfen gibt's auch. Marshmallows, Grießkugeln, Grillen. Habe ich alles nicht mit? Spinnerbait. Ach, Spinnerbait geht auch drauf. Das habe ich auch mit. Ich auch hier das 21 Gramm. Oder hier, nee, den 28 Gramm. Der ist natürlich besser. Hakengröße 4,0. So, da schmeißen wir uns ja erstmal dahinter. Spinnerbait, da würde ich auch sagen, den werden wir mal ein bisschen plus einkurbeln. Ab und zu mal so einen kleinen Twitch geben und das war's dann aber auch schon. Jetzt ein Hänger oder war ein bisschen blau geworden. Ich würde fast denken, dass die Methode Schwimmer hier oder Pose am lukrativsten ist. Also in der Zeit, wo ich jetzt hier schon mit dem Blinker und Spinnerbait herumhantiere, hatte ich vorhin schon, ich glaube, drei, vier Fische gefangen. Werde ich mal meine gute alte Methode Stop and Go wieder testen. Wieder blau. Irgendwas beißt doch hier dran. Nee, ehrlich gesagt habe ich schon wieder die Lust verloren. Zweimal ausgeworfen. Ach, da ist bei mir wirklich die Lust weg. Wenn man schon das Gefühl hat, dass das nichts bringt. Man muss ein gutes Gefühl haben. Nee, Moment, das ist jetzt die falsche Route. Das ist die richtige. So. Oh, das wird jetzt ein Krawallwurf. Richtig weit. Da war der Balken ganz oben. 54 Meter. Ja, guck. Und schon beißt das. Keine Ahnung, auf was die Hechte hier stehen oder warum die jetzt nicht auf Blinker oder Spinnerbait gegangen sind. Stehen jedenfalls hier auf kleine Ritzen. Nee, auf Scheine habe ich doch dran.
Ja, was macht denn er hier nur? Ach, der hat jetzt einen Fisch. Hier so eine 6 Meter Rute oder was er hat. Na, was hat er denn dran? Auch ein Hecht. Ach ja, ein kleiner. Was hat er denn? 2 Kilo Hecht. Naja. Aber Hauptsache der Kescher wird voll. Ich habe hier noch meinen 70 Kilogramm Kescher. Und ich hatte jetzt gestern, als ich ankam und die Hechtstelle entdeckt habe, habe ich den mal jetzt komplett voll geangelt. Das heißt, ja, da war 70 Kilo und ein bisschen mit Hecht gefüllt. Und ich war erstaunt, dass ich dann zum Schluss, ich glaube, 11.000 noch was an Geld gemacht hatte. Ich dachte, es geht nicht besser als diese Barsche in Florida, aber es geht doch noch eine Nummer besser mit den Hechten hier. So, komm. Einer geht noch. Ja, ein bisschen kurbeln. Nee, da war auch keiner dran. Also jetzt liegt man eigentlich wirklich perfekt, wenn ich mir da hinten den Baum angucke. Wir sind genau an der Wurzel unten. Das ist wirklich ein super Versteck für Hechte, weil die stehen ja unter Bäumen. Aber dass jetzt hier nichts beißt. Ja, man muss erst meckern. So, das wird jetzt auch der letzte Fang. Dann wird die Folge beendet. Wird jetzt abgehakt und so einfach mal ein bisschen angeln. Wir sehen auch hier meine Balken, die gehen schön gleichmäßig hoch. Sehne ist jetzt ein bisschen über dem Gewicht von der Rolle. Aber es geht. Ja, super Abschluss. Nochmal eine Trophäe gefangen. 4,9 Kilo. Behalten wir und hat er uns noch mal richtig nass gespritzt. Und ich werde mal jetzt die Folge damit beenden. Und wünsche euch noch viel Spaß beim Angeln. Bis später.